Dann, was mache ich mit dir? Du kannst von hier einen Flankenangriff ausführen. Du kannst hinterhältig. Geht nicht. Der ist ja so komplett immun. Der ist doch nur 5% immun. Immun und trotzdem kriege ich nichts auf ihn rauf. Wahrscheinlich, weil es ein Boss ist. Schon macht er nur noch 3 gefallene Schaden. Also nicht mehr genug Schaden, dass wir instant so viele verlieren würden. Schön, schön. Perfekt. Och, das war doch mal ein Sieg. 1 von 6 Aufständische. So, dann gab es eine Beute. Was gab es denn für eine Beute? Die ist definitiv besser als unsere. Naja, ziehen wir mal an. Kann man den Rest eigentlich irgendwie verkaufen? So, dann haben wir hier Holz. Da liegt Holz rum. Da ist Holz. Holz haben wir genug, da oben ist Gold, da ist noch ein aufständischer Gefangener. Sollen wir doch, sollen wir denn verlorene Seelen und aufständische Gefangene? Einheiten sind voll, Platz haben wir genug, da unten ist auch. Ja, wir holen, machen den kaputt, holen uns das Gold, gehen dann hier runter. Machen natürlich wieder auf Expertenschlacht und gucken mal, wen wir hier so einladen können. Da haben wir einen. Und Stufe 11. Oha. Die nimmt nicht mehr teil. Ja, wahrscheinlich. Weil sein Level doch einfach zu hoch dafür ist. Gut, so wie es aussieht, möchte keiner mitkämpfen. Dann müssen wir es alleine machen. Attacke. Oha. Oha. Gut, den kriegen wir mit der Einheiten da und den müssen wir erstmal schwächen. Ganz klar. Das ist der Zyklop. Der ist aber auch stark. Krass. Gut, du verteidigen. Verteidigen. Und aha. Ist nur ein Schritt nach vorne zum Angreifen. Das sieht gut aus. So. Na, dann wollen wir mal. Bei dem können wir auf jeden Fall so angreifen.
Dann, was mache ich mit dir? Du greifst da an. So, du stehst jetzt in der... Oh nee, doch, du stehst in der Bredouille. Ja, was machen? Der hat so viel Gegenwehr. Wir müssen die Großen klein kriegen. Der Kleine, der ist ja gar nicht so das Schlimme. Der ist gar nicht das Schlimme. Da gibt es einen Flankenangriff, macht null Schaden. Ach so, weil ich geschwächt bin. Ah, also was heißt null Schaden? Er macht Schaden, aber nicht genug, um irgendwie eine Kreatur zum Fallen zu bringen. Es ist ja so, dass eine Kreatur hat so und so viele Lebenspunkte. Er hat so und so viele Kreaturen, also jetzt nur noch sechs. Das heißt, diese sechs Kreaturen haben insgesamt, also jeder 294 Lebenspunkte und der eine davon hat jetzt nur noch 195 von 294. Wir müssen halt immer einmal komplett den Lebensbalken leer kriegen, damit er eine Kreatur verliert. Kümmern wir uns um den da oben. Kümmern wir uns um den da oben. Den da unten, den wird unser Held machen. Hohoho. Oha. Oh, wir haben kritisch getroffen. Das ist ja nice. So. Die Kreatur existiert nur noch einmal. Das ist schon mal super. Das ist schon mal super. Du wirst da zwei zerstören. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Die Kreatur macht auch nicht mehr so viel Schaden, das ist schon mal gut. Wir könnten sie jetzt vernichten. Nee. Können sie nicht vernichten, weil unsere Kreatur auch nicht genug Schaden macht. So, jetzt schwächen wir den nochmal. Und jetzt geht's aufs Ganze. Der. Ja, sehr schön. Dann Flankenangriff, ja. Schick, schick. Und mein Held kann eigentlich den schwächen. Und dann sollten eigentlich beide in dieser Runde fallen. So, der ist klar. Der haut zu und verliert gegen den Gegenangriff, hoffentlich. Nicht? Okay. Dann macht das der Speerwerfer. Sehr schön. Thank you.
Gut, das hat uns einiges an Einheiten gekostet. Das Artefakt ist schlechter. Oh, hat uns einiges an Einheiten gekostet, aber wir haben ja genug in Reserve. So. Ups. Wir hatten genug in Reserve. Wir gehen jetzt erstmal los und holen uns unsere Reserve aus der Stadt. Nee, in den Turm wollte ich noch nicht. Ich wollte... Hallo, Stadt? Ach ja, die war hier. So, da... Stadteingang. Garnison. Und zwar kommt... Ihr damit hin. Den können wir mal aufteilen in 30-30. So. Halt. So gehen die da nicht rauf. Ach so, jetzt. Wir haben ja gerade ein bisschen Gold gekriegt, dann können wir auch gleich neue Einheiten anwerben. Ja. Perfekt. Ja, dann wollen wir noch mal da unten hin noch ein paar aufständige Gefangene zur Vernunft bringen. So, wo haben wir stehen geblieben? Hier waren wir stehen geblieben, da waren wir, da waren wir. Einmal den, da unten ist dann auch das Signalfeuer, so wie es aussieht. So, wollen wir mal gucken, ist irgendwer dabei, den wir einladen können? Gar keiner? Okay. Das ist eine Zauberin, die... Eieiei, wir machen mal den. Hat sogar auf alle funktioniert. Sehr schön. So. Gleich einen frontalen Angriff. Gleich ab zur Sache hier. Der gleich weiß, wo der Hammer hängt. So, was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Soweit so gut. Ja, Flankenangriff. Du kannst so hinterrücks? Nee, doch, da. Und du könntest noch einen Flankenangriff machen. Erste ist weg. Kümmern wir uns mal um den. Hui. Dich, jetzt
verteidigt hast, Olafeng. Du hast trotzdem ganz schön viele Einheiten verloren. Okay. Kriegen wir den? Müssten wir eigentlich platt kriegen? Ja. Ja, bleibt ja nur noch der. Und wir kommen nicht direkt ran, aber das macht nichts. Verteidigen wir uns halt. So. Zweiundvierzig Einheiten. Fünf bis sechs machen wir platt. Kriegst auch nochmal 11 bis 14. Geschafft. Ui, der ist gut. Der ist gut. Leinbanner der Meisterschaft. Den sollten wir gleich mal anziehen. So, da und dann Leinenbanner der Leidenschaft. Den da anziehen. Dann genug Einheiten haben wir noch. Signalfeuer. Können wir nicht anzünden, wahrscheinlich weil die Kreaturen dabei sind. Gut. Ja, das machen wir aber gleich. Oder machen wir es doch sofort? Ja, doch, das könnten wir eigentlich sofort in Angriff nehmen. Wir können die beiden kaputt machen und dann das Holz mitnehmen, das liegt da ja so schön rum. Das Signalfeuer anmachen, das sollte doch ein Signalfeuer sein, oder ist das einfach nur so ein Deko-Ding? Wir werden es ja gleich sehen. Aber erst muss ich kurz telefonieren, weil hier andauernd das Handy klingelt. Muss wohl wichtig sein. Also dann bis gleich.